Seid gegrüßt, ihr Kochenthusiasten, und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr solche Tomatensoße selbst erstellen könnt, dann schaut mir doch zu. Für das brauchen wir folgende Zutaten, und zwar Tomatenpelati, dann getrocknete Tomaten in Olivenöl, ein bisschen Rosmarin, Pesto, am besten Basilikumpesto, dann ein paar Kräuter, Zwiebel, Knoblauch, und das war's schon. Wir starten, indem wir die Tomaten ableeren, damit wir schon das Öl haben, um das Ganze anzubraten oder anzudünsten, besser gesagt. Lassen wir das zuerst ein bisschen abtopfen, bevor wir es nachher mit dem Knoblauch zusammen mixen. Als nächstes hacken wir ganz kurz die Zwiebel. Nachdem wir die Zwiebel gehackt haben, mixen wir noch ganz kurz die Tomaten, der Knoblauch und die Zwiebelanschnitte. Für das nutze ich das Teil. So. Und schon sind wir fertig mit der ganzen Vorbereitung. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hinten wieder, und dann könnt ihr mir gerne über die Schulter schauen, wie man das Ganze macht. So, als erstes dünsten wir die Zwiebel und die Tomaten-Knoblauchpaste an. Achtet dabei darauf, dass ihr nicht zu heiß fahrt im Temperaturbereich, ansonsten verbrennt euch die Tomate ziemlich schnell, und dünstet das Ganze, bis die Zwiebel schön glasig sind. Anschließend könnt ihr das Pesto mit dazugeben und die Kräuter. Die dünsten wir ganz noch kurz mit an, aber nicht zu lange, nicht dass sie uns anbrennen. Und anschließend geben wir die ganzen gehackten Tomaten dazu. Nun kochen wir das auf. Bevor ich das Ganze abschmecke, probiere ich es, weil je nach Sorte der getrockneten Tomaten geben die schon so eine starke Würze ab, dass man nicht mehr viel nachgeben muss. Und vergesst nicht, wenn ihr das Ganze salzt, und also besser gesagt schon würzt, und dann einkocht oder einreduzieren lasst, wie wir jetzt in diesem Fall, dann ist zwar die Flüssigkeit weniger, aber das Salzgehalt ist immer noch gleich viel wie am Anfang. Das heißt, es wird salziger. Um der Soße noch das gewisse Etwas zu verleihen, gebe ich immer 1 bis 2 Esslöffel Aceto Balsamico mit rein. Alternativ könnte man auch Rotwein nehmen. Achtet dabei darauf, dass ihr einen guten Aceto nehmt. So, nun könnt ihr das für mindestens eine halbe Stunde kochen lassen. Am besten wäre es so etwa 2 bis 3 Stunden, um das beste Ergebnis zu erreichen. Circa eine halbe Stunde ist vergangen, und nun können wir das Ganze abfüllen. Nun fülle ich sie ab, damit ich sie, wenn ich wieder brauche, immer was griffbereit habe. Dafür habe ich solche Sturzgläser sterilisiert, indem ich heiß Wasser eingefüllt habe, sie circa 10 Minuten stehen lasse, damit sie danach keimfrei sind. Anschließend fülle ich sie brandhoch ab. Achte dabei darauf, dass ich nicht zu groß kleckere. Mach den Deckel drauf und stelle sie umgekehrt auf den Kopf, damit sie ein Vakuum erreichen. Wenn ihr solche Videos weiterhin sehen wollt und auch interessant für euch sind, dann schreibt es doch unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch gutes Gelingen und einen schönen Abend.